Und dann gucken wir erstmal, wie viel hier noch los ist. Hier spielt noch ein Warg, wollte ich sagen. Hier steht noch ein Warg. Orgelide, der mir hinterher kommt. Den Schaman, den machen wir weg. Nice. Ja, läuft doch, Mensch. Besser als nix erstmal, ne? Okay. Nice, nice, nice. Barbie. Hallo, ihr zwei. Ja, die machen mir quasi den gleichen Schaden. Deswegen geben sie auch genauso viel Erfahrung. Den gleichen Schaden wie die Ork, Ork-Krieger. Rote gibt's hier. Rot. Rot für die Welt. Okay, da oben sind noch zwei Ork-Elite. Gegen zwei Ork-Elite soll ich jetzt hier antreten. Ist ja schon so ein bisschen unfair, ne? Und ich reg mich immer noch darüber auf, dass ich unten 7 Leute oder so auf ein Schiff hab, mitgenommen hab und keiner kommt hier mit. Was ist da eigentlich los? Also wenigstens einer hätte ja mitkommen können, oder? Okay, zwei Ork-Elite an die Ecke locken funktioniert also auch. Meine Fresse. Ich greife auch mal ein bisschen auf Heiltränke zurück, nicht nur auf den Zauber. Ist vollkommen egal im Endeffekt, aber das denke ich so ganz in Ordnung. So, okay. Dann versuchen wir den Troll zu klatschen. Okay. Okay. Trollico. Wir aber auch wartet, hä? Ja, komm doch, ne? So ungefähr. Aber ich habe mir gut Schaden gemacht. Komm. Noch 2 Hits. Meine Fresse, ey. Jetzt mal ohne Mist, warum haben die einen Troll hier, ja? Warum ist hier ein Troll? Um mich zu trollen, vielleicht? Okay. Da oben steht noch einer. Höhlentroll. Hm. Ganz nice. Habe ich eigentlich eine Map von hier? Nee, ja. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, habe ja auch alles verkauft. Pff. Okay. Was gibt's hier? Drei Türen. Die sehen ja geil aus. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Und wer hat den richtigen Schlüssel? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Sieht man irgendwie, was dahinter ist? Ein bisschen glitchy. Irgendwelche Kerker, aber man kann nicht dahinter spähen, was da drin ist. Das wäre ja mal ganz interessant zu wissen, ob sich das lohnt. Sind das Gefangene? Oder gibt's da irgendwelche Secrets noch dahinter? Auch ganz gut zu wissen, oder? Okay, wir wissen, dass es einen Kerker gibt. Den müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Puh, es gibt hier eine Feuerwurzel und eine Drachenwurzel. Okay. Drachenwurzeln sind gut. Oh. Da ist ein Belia-Schrein. Da ist ein Belia-Schrein. Können wir unsere Waffe upgraden? Da ist ein Ork-Elite.
Hallo? 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 Was sind das für Viecher? Warum? Das war krass. Jetzt bin ich aber erschrocken, ey. Alter Schwede. So, tschüss, ne? Schön mit euch. Die haben... Was ist das für einer? Die sehen aber nochmal anders aus, oder? Die Orkeliden hier. Die machen nicht ganz so viel Schaden. Okay. Brutale Ork-Axt. Das andere waren keine Orkeliden, sondern solche... wie nannten die sich? Kriegsherren? Kriegsfürsten? Irgend sowas? Jo. Der Typ, der dort oben sitzt, der hat auch garantiert irgendwas. Ist das geil. Meine Mannschaft, die Hallen von Irdorath. Dieser orkische Oberst ist eine verdammt harte Nuss. Irgendwo in seinem Thronsaal muss es noch weitergehen. Wir haben die Insel des Feindes erreicht. Inners weiß, welche Kreaturen im Innern des Berges auf mich warten. Meine Mannschaft. Tja... Let's see. Ich probiere es natürlich nochmal. Ich muss ja sowieso hier hoch. Dieser Oberst. Immer diese Oberin. Nice. Aber so wirklich eine harte Nuss war da jetzt nicht. Ne? Also dann waren die anderen schon schwieriger. Schlüssel des orkischen Oberst. Nice, 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 nice. Okay. Hier soll es angeblich irgendwo weitergehen. Naja. Aha. 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 Und den auch noch? Oder... Schick. Okay, Belia-Statue. Wir speichern mal. Und versuchen mal unser Glück, ob wir denn... nö. Können wir nicht. Da sind wir schon noch nicht wieder aufgestiegen. Ich dachte... Naja, gut. Beim nächsten Mal vielleicht. Denn dann kann ich die Klaue Belias nochmal verbessern und habe nochmal ein bisschen mehr Chance auf einen Critical Hit. Und ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier die Türen aufmachen kann. Ich habe ja einen Schlüssel bekommen. Jawohl. Petro! Du Hund! Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Glaub ja nicht, nur weil ich dem Chor der Paladine angehöre, lasse ich bei dir Gnade walten. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Ach, Mann. Erzähl mir, was du weißt. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen. Nehmen wir den Petro dann mit, oder was? Gut. In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir.
Du wirst es nicht bereuen. Okay, das ist ja gar nicht so verkehrt. Der gute Pedro, ne? Es stimmt natürlich. Im Endeffekt kann er nichts dafür. Weil die den natürlich draußen bekehrt haben. Ist hier noch irgendwas? Trank? Noch ein Trank, noch ein Trank. Und eine schwarze Perle, okay. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr das Zeug. Ja, da habe ich ja gleich die richtige Tür aufgemacht, Mensch. Und hier? Okay. Das nehmen wir doch gerne mit. Nice one. Das ist ein Dämonenbeschwören. Hier unten. Die Spruchrolle. Geil. Okay. Naja, so richtig lohnenswert war das jetzt nicht. Aber wir nehmen, was wir kriegen können, ne? 100 Latten. Herrlich. Und eine ganze Sammlung an Tränken. Ist da vielleicht auch einer dabei, der mein Ding ins dauerhaft steigt? Jawoll! Schau mal einer an. Hier, zwei Stück sogar. Bonus für maximale Lebensenergie. Schön. Das nehmen wir gern mit. Gut, Pedro, dann schaffe ich den mal zurück zum Schiff. Komm mit, Digga. Hoffentlich verrät er mich nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals mitgenommen habe. Als Paladin, naja, man ist ja doch rechtschaffen, ne? Paladine sind ja ein rechtschaffendes Völkchen und... Vielleicht lassen die sogar hier mal Gnade walten. Pedro. Hallo. Du. Ja, komm. Hier lang. Ja. Na komm. Ja. Genau. Und los. Genau. Schön hast du es gemacht. Fein. Ein guter bist du. So schönes Fell. Wobei, so viel Fell hat er gar nicht. Naja. Dann eben ohne Fell. Oh. Wo kommen die denn her? Spawnen die immer wieder? Oder was soll das? Ich muss die Akku bloß auf mir halten, damit der Pedro nicht drauf geht. Oh, Stufe gestiegen! Nice! Nice! Okay, die spawnen wieder? Das ist ja scheiße. Aber es sind nur Ordentlicher, die hier spawnen. Gib den Viechern ordentlich Saures! Jawoll! Schwerhaare Ork-Axt. Ich kann den nicht anvisieren. Oder er hat nichts. Nee, ich glaube, man kann. Wie war denn das? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, man kann die. Was ist denn hier los, bitteschön? Komm, mach den platt! Ey! Sind da noch mehr oben? Hä? Wer kloppt sich denn hier noch? Wer kloppt sich denn hier noch? Hallo? Das Vatras? Meine Fresse! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Jorgen, Weltklasse. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Weltklasse, die Kerle. Okay, wo ist Pedro jetzt hin? Pedro? Pedro? Ich muss dem hinterher. Nützt ja nichts. Was will ich weitermachen?
Müsst ihn ja retten, oder? Feuerwarane. Yo. Alles klar. Na, das war ja ein super Trick. Ach, Pedro. Wirklich? Kriege ich den irgendwie wieder da hoch? Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Okay, den Oberst haben wir. Ja, ist egal. Los geht's. Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Feuers. Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Der könnte wohl mit dir reden, oder was? Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Okay. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Haben wir rausgefunden. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Gut, waren wir auch noch ein bisschen lucky. Öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Okay. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht Innos dich begleiten. Ich werde für dich beten. Besser ist, Junge. Aber ey. Schon wieder eins von diesen Biestern. Guck mal, was die mir für Schaden machen. Ich glaube, Pedro ist tot. Ich glaube, die haben sich jetzt um Pedro gekümmert. Aber ist uns egal. Pedro ist wurscht. Der hat uns alles gesagt, was er sagen wollte. Wir gehen jetzt doch über Leichen. Das nützt alles nichts. Und vor allem brauche ich Lebensenergie. Denn die haben mir ganz schön zugesetzt. Alter Falter. Okay, hochgeheilt das Ganze. Los geht's. Okay, Pedro, das war's mit dir. Du Mistvieh. Ich bin eine Stufe gestiegen. Ach Mensch, ich hätte Stärke lernen können. Was mache ich? Fünf Lebensenergie gespendet, okay. Ich hätte Stärke lernen können. Warum habe ich das nicht getan? Muss ich doch nochmal zurückrennen. Dafür mache ich jetzt 100 Schaden. Okay. Ich laufe nochmal zurück. Ich brauche die Stärke. Jawohl. Ich mache das jetzt noch. Ich brauche die Stärke noch, damit ich irgendwann mal Innos Zorn anlegen kann. Ich weiß gar nicht, ob die Orksens hier immer wieder spawnen. Das ist mir irgendwie komisch, wenn ich so weit gegangen bin, dass sie dann wieder da sind oder nicht oder wie auch immer. Puh. Ich weiß es nicht. So. Hier hinten. Harad. Ne, wie heißt der Bennett? Der soll mich noch mal stärker werden lassen. Und zwar noch mal 5 plus Stärke. Sehr gut.
Und dann geht's wieder zurück. Was war denn das, haben wir? Also, das nützt alles nichts. Machen wir wenigstens nochmal 5 mehr Schaden, wenn wir Critical Hits machen. Ist das hier auch so bei der Waffe? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber ich sag mal, die 100 Schaden als Grundschaden bei der Klaue Belias, die sind schon in Ordnung. Das können wir auf jeden Fall erstmal so mitnehmen. Und vielleicht... Pass mal auf. Ich speichere mal. Ich kann jetzt hier den Trank nicht gebrauchen. Deswegen speichere ich, lade ich. Und dann ist nämlich die Wirkung des Geschwindigkeitstrankes vorbei. Jawohl. Du bist gekommen, den Meister herauszufordern. Aber dazu musst du erst an mir vorbei. Jo, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh, Echsenmenschen, sehr schön. Die werden dann vielleicht noch ein bisschen leichter. Hallo. Okay, es sind 2. Okay, es sind 2. Es sind 2. Na dann, kommt mal her. Ihr Hübschen. Jo, kommt halt einzeln, auch gut. Waren 50, sehr schön. Jawohl. Nice. Ey, das sieht gut aus. Immer noch fordernd, das auf jeden Fall. Man muss schon ein bisschen aufpassen, was mit der Gesundheit ist. Aber das macht Laune. Dass man hier nicht ganz so OP durchrennen kann, sondern wirklich ein bisschen aufpassen muss, was man tut. Da sind, ich glaube, ich hatte 3 gesehen. Ich sehe 3, ja. Hallo. Wenn ich Glück habe, habe ich den ersten down, bevor der zweite kommt. Das hat geklappt. Der dritte hängt fest. Sehr schön. Nice. Also besser kann es nicht laufen. Sehr geil. Sehr geil. So sieht's gut aus. Die Echsenmenschen kann ich allerdings nicht looten, so wie es aussieht. Die haben nichts. Schade. Immer schön speichern nach einem Gefecht und dann geht's weiter. Ach du Scheiße, sind das viele. Da hinten steht ein Suchender. Den Typen. Okay. Die sind nach wie vor verdammt schwer. Uiuiui. Uiuiui. Will bloß aufpassen. Oh, das sind zu viele. Das sind zu viele. Okay, einen nach dem anderen. Den noch platt machen, jawohl. Und den noch platt, komm. Nice one. Geil. So langsam läuft's. Also die Echsenmännchen machen, glaube ich, einfach weniger Schaden als die schweren Ork-Viecher hier. Die Ork-Oberste oder wie auch immer die heißen. Schönes Gemetzel hier, ehrlich. Hatte ich hier alle? Ja, sieht so aus.
Mana fülle ich vielleicht mal noch auf. Ich glaube, die Dunkelpilze, wenn ich die esse. Hier. Wir probieren mal was. Minihu, einen schönen guten Abend. Hallihallo. Mit Hotel-WLAN? Okay, probier's mal. Ihr seid quasi gut angekommen. Das ist sehr schön. Wo ist es denn überhaupt hingegangen? Ja, wir stecken im Endgame, im sechsten Kapitel von Gothic 2. Da ich ja am Donnerstag unterbrechen musste, aber das Let's Play eigentlich beenden möchte, war mir das wichtig, dass ich das mal noch mache. Und jetzt gerade probiere ich mit Dunkelpilzen Sachen dazu zu kriegen. Aber ich kann mich auch täuschen, dass es bei Dunkelpilzen nichts gab. Ich esse mal noch ein paar, aber ja, mal sehen. Ach, nach einem Stock, okay. Ja, genau, endlich mal raus, das ist richtig. Mir geht's wieder ganz... Jawohl, Mana. Ich sag doch, da gibt's was. Das war doch klar, oder? Kann ich die noch weiter essen, damit ich noch mehr Mana hab? Mir geht's soweit ganz gut, ein Sohnemann auch wieder. Er hatte noch mal einen Tag Fieber. Die kleine Tochter hatte heute Fieber und die große Tochter kommt gerade ganz gut drumrum, hoffen wir. Und dann sollte es auch alle erreicht haben. Ja. Also es ging wirklich einmal die Reihe um, meine Frau hat das auch erwischt und naja. War schon nicht so schön. Aber, toi toi toi, jetzt sieht's ganz gut aus. So. Mal gucken, ob das nochmal klappt. Vielen, vielen Dank. Nein, Forest hat gestern leider nicht geklappt, aber wir behalten das auf dem Schirm. Wir müssen bloß mal gucken, wie es wird, denn so wie sie jetzt aussieht, planmäßig bin ich nächste Woche... Klappt das nochmal? Bin ich nächstes Wochenende ab Freitag... Jawohl, sehr schön. Dann klappt das doch eigentlich nochmal, oder? Ich mache einfach mal weiter. Ich mache mal weiter. YouTube, das kürzen wir dann raus. Nächstes Wochenende nehme ich dann mal für eine Woche im Urlaub. Nach Leipzig geht's da für uns. Da freuen wir uns insgesamt schon sehr drauf, dass wir auch mal rauskommen hier von zu Hause. Und ja, da bin ich dann auch mal eine Woche nicht da. Das heißt, Donnerstag wird es den letzten Stream geben, so wie es jetzt aussieht. Und dann erst die Woche drauf, Sonntag wieder. Muss halt auch mal sein. Nützt alles nichts. Ne? So, die Dunkelpilze. Naja, ich hatte eben 150 und da wollte ich, oder 170, deswegen wollte ich jetzt einfach mal testen. Und da ich hier anscheinend bei 50 Stück, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, bei 50 Stück 5 Mana dazu kriege, ja, hau ich mir die jetzt einfach rein. Nützt ja nichts. Ich hätte noch ein paar Äpfel irgendwo kaufen können, denn die Äpfel, die haben Stärke gebracht. Mir fehlen nämlich noch 5. Okay. Nice. Damit haben wir ein bisschen Mana dazu bekommen. Wer weiß, ob uns das noch mal hilft. Erstmal haben. Okay, und wir schauen uns weiter hier in der Höhle um.